Wie lässt sich ein hygienisch sicheres Training in einem Fitnessstudio umsetzen? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir Vitali Woide, Inhaber des Gesundheitsstudios Körperformen und Geschäftsführer von Fit und Vital in Beverungen, besucht. Im Zuge der Corona-Pandemie hat er ein klug durchdachtes Hygienekonzept auf die Beine gestellt und dies durch vier Presidio-Händedesinfektionsmittelspender sinnvoll optimiert. Zunächst berichtet er uns, wie er auf den berührungslosen Spender aufmerksam geworden ist. Ja, in der Lockdown-Phase, wo das Studio zu war, habe ich mir Gedanken gemacht, wie und welches Gerät wir in Zukunft nutzen wollen. Und da bin ich im Kindergarten in der Pusteblume in Beverungen, wo meine Tochter hingeht. Da habe ich das Gerät das erste Mal ausprobiert. Ne? Man muss ja nur die Hand reinstecken und dann sind die Hände desinfiziert. Und das fand ich super. Also man muss nirgendwo draufdrücken und so bin ich auf das Gerät aufmerksam geworden. Dann erklärt uns der Geschäftsführer und Inhaber an einigen Geräten, welche Rolle die Hände bei der Kontaktübertragung in einem Fitnessstudio spielen. Anschließend führt er wichtige Eigenschaften eines Hygienespenders auf, die der Presidio-Desinfektionsmittelspender allesamt erfüllt. Die Fragestellung war, wie können wir sicherstellen, dass die Mitglieder, die das Studio betreten, sich auch zu 100% die Hände desinfizieren. Und da ist es halt wichtig, dass das Gerät ein Signal an das Drehkreuz gibt. Das Drehkreuz ist eine der vielen Dinge, die hier im Eingangsbereich dann noch verbaut werden. Das heißt, es wird eine elektrische Tür geben, die auch kontaktlos aufgeht, sobald das Mitglied mit seinem Bändchen, Mitgliedsbändchen an einem Sensor dran geht, geht die Tür automatisch aus. Das heißt, kontaktlose Öffnung der Tür. Dann brauchen wir eine kontaktlose Händedesinfektion, ne? Indem man sich die Hand in das Gerät steckt und die Hände desinfiziert, ist es auch gegeben. Es muss nirgendwo gedrückt werden, es muss nichts angefasst werden, bevor die Hände dann auch desinfiziert sind. Und wichtig war, dass das Gerät auch ein Signal an das System vom Fitnessstudio gibt, also ein Freizeichen. Zweites Freizeichen wird die Wärmebildkamera sein, die die Temperatur des Mitgliedes misst. Und wenn diese beiden Sachen gegeben sind und das Drehkreuz, was in Zukunft hier installiert wird, das Signal bekommt, dann wird der Kunde oder Mitglied auch reingelassen. Und das ist, wie gesagt, einer der Punkte, die wichtig waren und die sind bei dem Presidio auch gegeben. Dann zweite Materialwahl, also es ist Edelstahl, es ist langlebig, deswegen auch das Nachfüllen oder ja, die Energieversorgung, das war auch mit der entscheidende Grund, warum wir uns für dieses Gerät entschieden haben. Auch hinsichtlich der Installationsorte hat Vitali Woide genaue Vorstellungen. Ja, bei Fit und Vital sind zwei Geräte vorgesehen. Ein Gerät ist vorne. Wie gesagt, da muss es sicher sein, dass der Kunde, der reinkommt, seine Hände desinfiziert. Das zweite Gerät ist zum Eingangsbereich der Toiletten. Wir haben uns dafür entschieden, ein Gerät auf dem Weg dahin zu stellen, so dass, wenn Mitglieder aus der Toilette rausgehen, auch sich die Hände desinfizieren. Und wenn der Kunde oder Mitglied rauskommt und da steht ein Gerät, wo er die Hände desinfizieren kann, dann wird er das auch höchstwahrscheinlich machen. Im Anschluss ging es für uns noch in das Gesundheitsstudio Körperformen, das seinen Kunden ein besonders gelenkschonendes Trainingskonzept anbietet, um auch hier zu sehen, wie die Händedesinfektion mit dem Presidio umgesetzt wird. Also auch bei Körperform haben wir uns für zwei Presidio-Geräte entschieden, weil durch das Hygienekonzept, was erstellt worden ist, gibt es zwei Möglichkeiten, das Studio zu betreten bzw. rauszugehen. Und dann wird ein Gerät hier am Eingang stehen oder steht hier am Eingang. Und die Kunden, die reinkommen, bevor sie mit dem Training beginnen können, werden die sich die Hände desinfizieren. Das ist halt die Sicherheit auch für die Mitarbeiter, auch für die Kunden. Und solange sich die Kunden die Hände nicht desinfiziert haben, können die auch mit dem Training nicht beginnen. Das zweite Gerät wird am Ausgang stehen, sodass die Kunden, wenn die mit dem Training fertig sind, auch nochmal die Hände sich desinfizieren können. Und deswegen gibt es hier auch zwei Geräte, einmal am Eingang und einmal am Ausgang.
Abschließend erklärt uns Vitali Voide noch, wie die Corona-Pandemie den Stellenwert der Händehygiene in seinen beiden Einrichtungen beeinflusst hat. Ja, also bedingt durch die Corona-Pandemie ist es auch eine Auflage, ne, dass sich die Mitglieder die Hände desinfizieren. Und ja, allgemein ist es ja auch sehr wichtig, weil ne, jeder Kontakt mit Geräten, mit untereinander die Hände zu desinfizieren, ist mit zum wichtigsten Instrument geworden, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Der Besuch in Beverungen zeigt eindrucksvoll, wie sich der Infektionsschutz einfach und effektiv in einem Fitnessstudio implementieren lässt.